Wie teuer ist es eigentlich, mich als Zirkusartistin zu buchen? Ich kann das so pauschal gar nicht in einem Video sagen, weil es extrem abhängt von wie viele Shows pro Tag, wo ist das Engagement, wie lange sind die Probenzeiten, muss ich dafür spezifisch irgendwie noch was verändern an meiner Nummer oder kann man was einkaufen, was schon existiert? Trete ich auf mit dem Sierat oder mit dem Kronleuchter oder mit beiden zusammen? Trete ich auf mit Francis oder alleine? Diese ganzen Sachen sind Faktoren, die dann am Ende den Preis bestimmen. Aber generell kann man sagen, es gibt eine Gala-Gage, die man hat für Events, wenn man sagt wirklich, man reist einen Tag an, man hat eine Probe, man macht seine Performance und dann reist am nächsten Tag wieder ab, inklusive Reisekosten und das Hotelgestell. Das ist normalerweise ein Preis. Das befindet sich meistens so in dem unteren vierstelligen Bereich. Oder es gibt die Gage, wo man wirklich ein Engagement hat für eine längere Zeit. Das kann sein ein paar Wochen, das kann sein ein paar Monate, das kann sogar sein ein paar Jahre. Da wird man meistens bezahlt pro Show oder pro Showtag, je nach Land, je nach Situation. Und da ist es natürlich pro Show oder Showtag sehr viel weniger. Aber man hat dafür halt die Sicherheit, dass man über längere Zeit hin performt. Und da liegt der Preis meistens im dreistelligen Bereich. Wenn es ein Duo ist oder ein Solo ist, wie viele Nummern man performt, wie viele Shows es gibt am Tag, ist er dann höher oder niedriger. Was allerdings immer mit dazu kommt, sind Transportkosten, Kosten fürs Equipment, das man irgendwie transportieren muss, Kosten für Unterkunft und Essen, Spesen. Das wird alles auch noch mit übernommen, zusätzlich zu der Gage.